Ein herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal zur nächsten Folge Pirates Treasure Hunters, dem kleinen Fake von League of Legends, Smite oder wie auch manche andere Spiele da so gespielt werden. In der ersten Folge habt ihr vielleicht gesehen, wie wir die Tutorials gemacht haben. Einmal die Einführung und einmal Piratenüberfall. Und dort haben wir natürlich dann schon gesehen, dass es wie League of Legends aufgebaut ist, nur mit Piraten und etwas realistischer. So, und da wir jetzt in der zweiten Folge sind, werden wir natürlich gleich mal auf Spielen gehen und wir gehen mal auf Üben mit künstlicher Intelligenz. Ich glaube, das ist für den Anfang erstmal ganz logisch, dass man sowas machen kann. So, warten steht da unten, Karte der dunkle Wald, Spielmodus Piratenüberfall. So, jetzt schauen wir doch mal, was wir hier haben. Wir haben ein paar Frauen, wir haben ein paar Männer, wir haben ein paar Piraten, wir haben einen Glatzkopf. Ja, wen nehmen wir denn da? Ich würde sagen, wir nehmen, ja, wir fangen einfach mal ganz oben an beim Rotbart. Beim Rotbart, ja, den nehmen wir mal. Wie viele Taler haben wir? 45 Taler? Wir haben keine Taler. Okay, wir haben keinen Zauber. Ich möchte meine aktuelle Auswahl bestätigen und starten in 5, 4, 3, 2, 1, jetzt. So, wie heiße ich? Galus der Rote. Mit MacGimmix, Henker Carvinus gegen Buluk der Jäger, Piraten Igor und John Kabikaze. Ein verzeihlicher Name, muss man schon sagen. So, dann schauen wir doch mal, was wir hier reißen können. 3 gegen 3 spielen wir. Und schauen mal, wie die Gegner so drauf sind. Ah, da kommen schon die ersten. Boah. Nein, oh, ich hätte sie noch kriegen können. Lebensenergie und Geschwindigkeit, Höllenhaken. Ja, nehmen wir Höllenhaken, genau. So. Mana nehmen wir auch noch ein bisschen was so. Upgrade. Was haben wir noch? Rüstung. Ja, nehmen wir Rüstung, genau. Und wie viele Upgrades hier kommen? So. Double kill. Schon wieder ein Upgrade. Aber Geschwindigkeit. Zwei Upgrades. So, jetzt gehen wir mal auf. So. Holen wir uns mal die Kiste. Massacre!
Mal schnell die Upgrades holen. Und die Kiste. So, die Kiste ist natürlich wichtig. Position. Hurry up. Drei Upgrades, so machen wir Geschwindigkeit. So. So schnell wieder in Sicherheit. Unstoppable. So. Massacre! Ein Upgrade machen wir auf Rüstung. Double kill. Jetzt gehen wir gleich weiter. Weiter, weiter, weiter. Ah, ich bin gleich weg. Ich bin gleich weg. Ah, Mist. Das gibt's ja nicht. Aber wir werden jetzt, denke ich mal, in jeder Folge mal einen Helden durchspielen, um zu schauen, wer halt natürlich gut geeignet ist. So. Zwei Upgrades. So holen wir uns mal Mana und Lebensenergie. Ich glaube, das ist gut. Aber was ich jetzt noch nicht gesehen habe, dass man seine Angriffstätigkeiten ändern, also mit den Angriffswaffen ändern kann. Ich glaube, das kann man nicht. Ich glaube, man hat immer nur die Gewehre, so wie es bis jetzt aussieht. Also ich habe es jetzt gerade noch nicht so lange gespielt, aber ich denke mal schon. Und ich habe bis jetzt keinen Shop gesehen oder sowas ähnliches. Du brauchst Munition, okay. Super, da haben wir die Bastion zerstört. Ein Traum. Und ich bin Level 2. Coole Sache.
Ein Slot im Halsband freigeschaltet. Kauf Amulette, um sie in freien Slots des Hunter-Halsbandes zu nutzen und so deine Hunter zu verbessern. Okay. So, dann schauen wir doch mal. Profil. Hunters. Ah, das sind meine Hunter, die freigeschalteten. Okay. Waffen, okay, fertig schalten. Okay, hier kann man sich die Waffen also mal anschauen. Okay. Schauen, was der da hat. Okay, was ist das? Ah, okay. Blendhandschuh. Okay, da kann man geblendet werden. Rauchbombe. Ah, da ist man unsichtbar. Okay. Schadenwechsel. Ah, okay. Das heißt, er schießt mich ab, aber er kriegt auch den Schaden. Und Kraft der des Case. Okay, der ist schon nicht schlecht. So, was ist mit dem Dicken hier? Goldener Löwe. Okay, das ist eine ziemlich lange Nachladezeit. Gouverneursstab. Okay, und Metallschild. Ah, das ist natürlich wieder positiv, ne? Aber, ja. Raketenregen, okay, das sieht gut aus. Aber wir können ja mal einige mal durchprobieren. Und Goldfieber. Okay, ja, wir werden einfach mal alle durchprobieren. Schauen wir dann mal durch, was es so alles gibt. Und für die zweite Folge danke ich natürlich recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, abonniert mich und dann sehen wir uns ganz sicher beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dahin sage ich danke nochmal und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.